Hi. Vielen Dank für euer positives Feedback in den letzten Tagen. Es freut mich, wenn ich bei euch einen Nerv treffe. Bin ja kein Zahnarzt. Ich wollte mal was über unser Sonnensystem machen. Aber es ist schwierig, die Größenverhältnisse unseres Sonnensystems angemessen darzustellen. Die International Space Station befindet sich in 400 Kilometern Höhe über der Erde, Spionagesatelliten typischerweise in 20.000 Kilometern Höhe und Fernsehsatelliten in 36.000 Kilometern Höhe, weil sie dann immer über dem gleichen Punkt auf der Erde bleiben. Sonst kriegen die Nordkoreaner irgendwann ZDF rein. Der Mond ist allerdings etwa 10-mal so weit weg. Hier sieht man die Erde und den Mond im richtigen Größenverhältnis und im richtigen Abstand zueinander. Der Rest des Sonnensystems ist ziemlich schwer darzustellen, weil all die Objekte wesentlich weiter voneinander entfernt sind, als sie groß sind. Stellen wir uns also vor, unser Sonnensystem wäre eine CD mit der Sonne in der Mitte. Und Pluto zieht seine Bahn genau auf dem Rand der CD. Ich weiß, Pluto ist seit 2006 kein Planet mehr, aber er ist immer noch da und Teil unseres Sonnensystems. Und es macht die Berechnung viel einfacher. Denn Pluto ist im Mittel etwa 6 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Und eine CD hat einen Radius von 6 cm. Das schreit auch nach einem Vergleich, oder nicht? Die Sonne säße in der Mitte des Lochs. Merkur, Venus, Erde und Mars befänden sich in ihrer Umlaufbahn noch innerhalb des Loches der CD. Die Bahn des Jupiter würde ziemlich genau am Rand des CD-Loches verlaufen. Dann kommen Saturn, Uranus, Neptun und Pluto macht das Beispiel vollständig. Die nächste CD wäre das Sternsystem Alpha Centauri und hinge etwa 66 Meter entfernt irgendwo in der Luft rum. Also ungefähr da draußen, wo der junge Mann mit dem Bart gerade versucht, Leuten was von Wissenschaft im Koran zu erzählen. Unsere Sonne und Alpha Centauri würden zusammen mit 100 bis 200 Milliarden anderen CDs um ein gemeinsames Zentrum irgendwo in Weißrussland kreisen, denn diese Wolke aus CDs geht von Berlin bis Moskau. Die Sonne wäre in diesem Beispiel wie groß? Einen Zehntausendstel Millimeter. Die Datenpunkte auf der CD sind etwa 20 mal größer. Die Sonne wiegt nebenbei bemerkt etwa 700 mal mehr als alle Planeten zusammen. Natürlich ist es schwierig, unser Sonnensystem von außen zu betrachten. Die einzigen Objekte, die das bisher tun könnten, sind die Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2, die sich 15 bzw. 20 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt befinden. Also das 3- bis 4-fache. Da unser Sonnensystem aber fast ausschließlich aus leerem Raum besteht, wäre auf einem solchen Foto einfach nicht viel zu sehen. Dieses Bild hat die Raumsonde Cassini im Juli 2013 vom Saturn geschossen. Dass der Saturn hier so glasig aussieht, liegt daran, dass die Sonne verdeckt ist und die Ringe von hinten beleuchtet. In diesem Bild sind die Venus und der Mars zu erkennen. Hier unten ist ein kleiner Punkt. Das ist die Erde. Alle unsere Ärsche sind hier geparkt. Und da können unsere Ärsche mal drüber nachdenken.